Es gibt neben dem Menschen noch andere Faktoren, die unser Klima beeinflussen. Und einer dieser Faktoren ist die kosmische Strahlung. Kosmische Strahlung kann Wolken erzeugen. Und wie sie das macht, das kann man mit einem einfachen Experiment veranschaulichen. Hallo, liebe Leute. Es gibt ja immer noch Theorien, dass möglicherweise nicht der Mensch an der aktuellen Klimaerwärmung schuld ist, sondern irgendwelche natürlichen Effekte. Und ein natürlicher Effekt, der denkbar ist, ist die kosmische Strahlung. Kosmische Strahlung, das sind schnelle geladene Teilchen, die Tag und Nacht auf die Erde einprasseln. Und sie kommen aus dem interstellaren Bereich, also von anderen Sonnen, oder sogar aus dem intergalaktischen Bereich, von anderen Galaxien. Auf jeden Fall sehr schnelle geladene Teilchen, die in die Atmosphäre reinzischen, dort gebremst werden und dort ionisieren sie Atome. Es ist ionisierende Strahlung und das könnte zur Wolkenbildung führen. Und jetzt geht es erstmal darum, ob das überhaupt möglich ist. Ist das vernünftig, dass schnelle geladene Teilchen Wolken erzeugen können? Und dazu will ich mal ein kleines Experiment vorführen. Und zwar folgendes. Wir haben hier einfach eine Nebelkammer und einige werden das vielleicht kennen aus dem Physikunterricht. Und das hier ist eine besonders dolle Nebelkammer, die funktioniert besonders gut, die ist extra für leichte Handhabung designt. Die ist also kommerziell, kostet auch einiges. Und jetzt will ich erstmal erklären, wie die aufgebaut ist. Wir haben hier eine Kammer, das hat durchsichtige Wände, damit man den Nebel auch sehen kann. Und oben im Deckel ist ein Filz. So, und den Filz, den kann ich mit der gewünschten Flüssigkeit füllen. Das könnte ich jetzt mit Wasser machen, weil es geht ja um Wolkenbildung. Aber das ist ein bisschen schwieriger, weil Wasser verdampft nicht so gut und die richtigen Bedingungen kriegt man auch nicht so leicht hin. Man macht das mit Isopropanol. Das ist ein harmloser Alkohol. Okay, ich trinke also hier diesen, das ist übrigens ein grüner Filz hier oben drin. Den tränke ich also mit Isopropanol. Gut, jetzt kann ich da noch einen Topf warmes Wasser draufstellen, um diese schwarze Deckelplatte mit dem Filz zu wärmen, sodass da möglichst viel Isopropanol verdampft. Na, also dann haben wir hier drin so eine Art Isopropanol-Atmosphäre. Das wäre jetzt das Äquivalent von feuchter Luft, denn eigentlich geht es ja um Wasser und Wolkenbildung. Gut, also wir haben jetzt hier unser Isopropanol als Wasserersatzstoff in einer hohen Konzentration in der Luft gelöst und wir haben jetzt hier unten eine kalte Platte. Das ist also erstmal eine schwarze Metallplatte, die wird aber gekühlt mit einem sogenannten Peltier-Element. Man kann es auch irgendwie anders kühlen, zum Beispiel mit Trockeneis, aber es muss ziemlich kalt werden. Also mit Eiswürfeln geht es nicht. Und dazu, für das Peltier-Element hat das hier einen elektrischen Anschluss, das ist eine elektrische Kühlung, und einen Wasseranschluss, weil das Element selber muss auch gekühlt werden. So, der ganze Aufbau ist aber nur dazu da, um diese schwarze Bodenplatte hier auf minus 20 oder minus 30 Grad runterzukühlen. Und dann haben wir hier einen Wärmegradient. Oben ist warm, ne, im Topf heißes Wasser, und hier unten ist kalt. Und irgendwo zwischendrin, da sind die Bedingungen dafür optimal, dass das Isopropanol Nebel bildet. Und dass das von der Temperatur abhängt, das kennen wir aus der Alltagserfahrung. Und zwar, wenn wir im Winter vor die Tür gehen. Wenn wir dann ausatmen, dann bildet sich so ein weißer Nebel. Und das liegt daran, dass wir feuchte Luft aus der Lunge ausatmen. Und solange die Luft noch einigermaßen warm ist, dann sind die Wassermoleküle da alle, die schwirren da ohne Tröpfchen herum. Aber wenn es abkühlt, dann pappen die eher zusammen und es kommt zur Kondensation. Das hat also was mit der Temperatur zu tun. Gilt genauso für Isopropanol und knapp oberhalb der kalten Platte hier in meiner Nebelkammer, da sind die Bedingungen genau richtig, dass es gerade eben noch nicht zur Tröpfchenbildung kommt und da ist die kosmische Strahlung dann notwendig und wenn da so ein geladenes Teilchen daherkommt, dann bildet sich eben ein Tröpfchen oder eine ganze Spur von Tröpfchen. Ja, wo kriegen wir die geladenen Teilchen her? In der schwarzen Platte sieht man noch so einen Metallpin und der wiederum, der hat so eine kleine Aussparung und in dieser Aussparung, da drin ist Americium. Das ist ein radioaktives Material, ein Metall und das ist ein Alphastrahler. Das heißt, aus diesem Metallpin kommen Alphastrahlen raus, die simulieren mir meine kosmische Strahlung. Alphastrahlen sind positiv geladene Helium-Atomkerne und die haben eine sehr hohe Geschwindigkeit, die fliegen also haargenau geradeaus und entlang ihrer Bahn erzeugen sie durch Kollisionen mit den Luftmolekülen jede Menge Ionen, also ionisierende Strahlung.
Wir haben ein Wassermolekül, H2O, und das ist geladen. Denn der Sauerstoff, rot hier, der ist positiv geladen und der Sauerstoff ist negativ geladen und der Wasserstoff ist positiv geladen. Wenn wir so ein Wassermolekül in die Nähe von der elektrischen Ladung bringen, dann wird es angezogen. Und ich kann durch die Anwesenheit von elektrischen Ladungen die Tröpfchenbildung massiv unterstützen. Also zunächst mal wieder die kosmische Strahlung. Das ist hier mein roter Pfeil. Der symbolisiert jetzt meinetwegen so ein Alpha-Teilchen oder irgendwas anderes sehr Schnelles. Und entlang des Weges kollidiert dieses Alpha-Teilchen ständig mit Luftmolekülen. Und so ein Luftmolekül wie Stickstoff zum Beispiel, wenn das mit dem Alpha-Teilchen kollidiert, dann wird es ionisiert. Es schlägt ein Elektron raus. Jetzt fehlt dem Stickstoffmolekül ein Elektron. Das Elektron ist negativ geladen. Das bedeutet, mein Stickstoffmolekül ist plötzlich positiv geladen. Es ist eine positive Ladung und die zieht die Wassermoleküle an. Gut, jetzt habe ich mal den ganzen Aufbau erklärt und jetzt will ich dann tatsächlich mal das Ergebnis zeigen. Ich habe das hier im Filmstudio nicht machen können. Es muss dunkel sein, ich brauche eine Wasserkühlung, elektrischen Anschluss. Das habe ich also in einem Labor aufgenommen mit der Filmkamera und das will ich jetzt mal zeigen. Das ist also ein Movie hier und die Größe des Bildes, das ist also genau diese Bodenplatte und man sieht im Hintergrund diesen Pin, aus dem die Alpha-Strahlen rauskommen. Und was ich sehe, ist, dass die Alpha-Strahlen also über der Bodenplatte so fächerförmig so ausstrahlen, also genau geradlinig und entlang der Teilchenspur, da entstehen diese Tröpfchen. Oder andersrum, ich kann die Teilchenspur damit sichtbar machen, weil sich eben genau diese Tröpfchen dort bilden. Ja, was ich sehe ist, die Tröpfchen wachsen enorm rasch und die werden so schwer, dass sie zu Boden sinken. Und der Prozess wiederholt sich entlang der Teilchenbahn, sehen wir sehr schön diese Tröpfchenbildung. Dieses Experiment beweist, dass kosmische Strahlung Wolken erzeugen kann und damit eigentlich einen Mechanismus hat, mit dem es das Wetter oder langfristig sogar das Klima beeinflussen kann. Ob es das wirklich tut, also ob es wirklich eine nachweisliche Klimabeeinflussung durch kosmische Strahlung gibt, das will ich im nächsten Video erklären. Das ist nämlich umstritten und gar nicht so einfach. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.